Herzlich willkommen zur 309. Folge deines Aquacura Meerwasserforum-Podcast, der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahl und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Vorab noch der Hinweis, dass dieser Podcast Werbung aufgrund von Namensnennungen enthält. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so im Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien erlebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen findest du in meinem Buch bzw. Hörbuch Meerwasseraquarium, Aquarium bauen und pflegen wie die Profis. Wenn dich das Buch, das Hörbuch oder auch meine Meerwasserpflegemittel, wie zum Beispiel Spurenelemente, Bakterienlösungen, wirksame Mittel gegen Cyanus und so weiter interessieren, findest du den jeweiligen Link in der Podcast-Beschreibung. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das für viele Meerwasseraquarier nicht ganz erfreulich sein wird, da es über kurz oder lang mit erheblichen Kosten verbunden ist. Denn laut der Internetseite www.licht.de werden T5-Leuchtstofflampen ab 25. August 2023 auslaufen. Doch was heißt das im Detail? T5-Leuchtstofflampen müssen deswegen nicht zwangsläufig ausgetauscht werden und bereits erworbene Lampen dürfen auch noch in Betrieb genommen werden. Der Handel kann seine Lagervorräte auch weiterverkaufen, bis diese aufgebraucht sind. Es dürfen aber nach dem 25.08.2023 keine neuen Leuchtmittel mehr produziert oder in Europa in den Verkehr gebracht werden. Diesen Prozess des Auslaufenlassens nennt man Ausphasung. Die rechtliche Grundlage für das Verbot ist die EU-Verordnung Ökodesign, Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments. Die EU möchte mit dieser Verordnung ineffiziente Leuchtmittel vom Markt entfernen. Für Meerwasseraquarianer, die im Moment noch T5-Leuchtstoffröhren benutzen, bedeutet das, dass Sie sich für die Zeit nach dem 25.09.2023 einen entsprechenden Vorrat an Ersatzleuchtmitteln zulegen sollten oder dann auf LED umstellen, wenn die Lagerbestände ausverkauft und keine T5-Leuchtmittel mehr erhältlich sind. Wie lange die Lagerbestände ab dem Stichtag halten, beziehungsweise ob die Hersteller vor dem Stichtag ihre Produktionen nochmals hochfahren, um mehr zu produzieren, bleibt abzuwarten. Es betrifft auch nicht nur die Nutzer von reinen T5-Leuchtmitteln, sondern auch diejenigen Meerwasseraquarianer, die LED-Hybridleuchten nutzen, also LEDs, die zusätzlich T5-Röhren eingebaut haben. Für diejenigen, deren aktuelle T5-Beleuchtung kaputt geht oder der gesamte Satz der Leuchtstoffröhren zum Tausch ansteht, würde ich raten, kein weiteres Geld mehr in T5 zu investieren, sondern jetzt gleich auf LED umzusteigen, da sonst das Thema nur zeitlich aufgeschoben wird. Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird ja von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura-Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Online-Shop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasser-Aquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ja, die Umstellung auf LED ist mit Sicherheit nicht billig, doch es hat auch einige Vorteile, die auf Dauer wirklich Geld sparen. So fällt zum Beispiel der erforderliche 6-monatige Austausch der Leuchtmittel weg, was über die Dauer der Jahre doch eine erhebliche Einsparung mit sich bringt. Auch der geringere Stromverbrauch von LED gegenüber T5 hat großes Einsparpotenzial. Ein weiterer Vorteil von LED ist, dass sie keine so große Hitzeentwicklung wie T5-Röhren haben und dadurch im Sommer auch wesentlich weniger gekühlt werden muss, was sich auch dann, besonders bei der Nutzung von Kühlaggregaten, wieder in der Stromrechnung widerspiegelt. Und zum Schluss ist der größte Vorteil, wie ich finde, die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten von hochwertigen LEDs. Diese reichen unter anderem vom Farbspektrum, der Beleuchtungsstärke, jeder einzelnen Lichtfarbe, die ich im Tagesverlauf rauf und runter regeln kann, wie ich möchte und vieles mehr. Durch diese zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten kann ich dann ganz individuell auf die Bedürfnisse meiner Korallen reagieren oder auch wenn ich mal Algenprobleme oder ähnliches habe, kann ich die Beleuchtungsintensität für einen kurzen Zeitraum drosseln. Wie du siehst, bleibt zwar die hohe Anfangsinvestition, doch am Schluss hast du auch viele Vorteile. Mein Tipp zum Schluss lautet, wenn du deine LED kaufst, entscheide dich für ein hochwertiges Markenprodukt, auch wenn es am Anfang mehr kostet. Denn die Beleuchtung ist ein elementarer Bestandteil für ein funktionierendes Meerwasseraquarium. Die Erfahrung der Jahre hat gezeigt, dass günstige LEDs häufig kein gutes Licht erzeugen, keine lange Lebensdauer haben und bereits nach 1 bis 2 Jahren wieder ausgetauscht werden müssen.
Und dann wird auch die einstmalige günstige Investition viel zu teuer. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einige Informationen für dich gewinnen und freue mich, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Das Team von Aquacura und ich wünschen nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Maul.